Hallo und willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Folge meines Let's Plays zu Southampton, womit bin ich an die AKA Ferrari. Wir waren stehen geblieben, uns Butter Wii anzunähern. Nachdem sich aber so viele Kreuzer melden, schicken wir die alle erstmal zu unserer Hauptflotte. Schon unterwegs. AT-AT bereit. Unterwegs. Zielkoordinaten bestätigt. Wir sind unterwegs. Soldaten werden meldet sich. Der Interdiktorkreuz auch. Wir sind gleich da. AT-AT bereit. Positionsänderung. Konstruktion abgeschlossen. Sofort. Oh mein Gott, ist die Flotte mittlerweile wahrscheinlich riesig. Kreuzer meldet sich. Wo ist die Bodenflotte da? Bodenflotte, die Bodenarmee ist ja keine Flotte in der Sicht jetzt. Komm, da brauchen wir auch keine Bodentruppen mehr. Von was soll denn von dir noch angegriffen werden? Von welchem Standort aus? Konstruktion abgeschlossen. Bin unterwegs, Sir. Und Anaxis noch. Aber den Scout, den können wir auf dem Planeten lassen. Brauchen wir nicht unbedingt. Eigentlich eher nicht. Schon unterwegs. Ja, ich weiß, Butter Wii ist das nächste Ziel. Schon unterwegs. Unterwegs. Aufbau läuft. Ach, auf Coruscant wurde ja die Raumstation. Ach so, ist sie wieder schon wieder repariert. Wie viele haben wir jetzt? 83? Okay. Aufbau nee, ist beginnt. Noch nicht. Ah, hier ist noch einer. Positionsänderung. Gut, dann setzen wir den Imperator mal zur Armee und begeben uns nach Butter Wii. Konstruktion abgeschlossen. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Butter Wii, planetare Planetenschlacht steht bevor. Let's go. Planetenschlacht, hä? Ich hab doch in den Orbit geschickt. Na egal. Eine Verabredung mit dem Imperator. Imperator Palpatine glaubt, dass das Spionagenetz der Botaner letztendlich dafür verantwortlich ist, dass imperiale Geheimnisse vom Verräter Moff Kallas an die Rebellion weitergegeben werden. Er hat beschlossen, die Situation persönlich zu bereinigen. Gut, wenn er es persönlich machen will, dann lassen wir ihn diese lieben Botaner hier persönlich bereinigen. Willkommen auf Butter Wii, Eure Majestät. Womit haben wir diese große Ehre verdient? Durch eure fehlende Loyalität gegenüber dem Imperium. Da kann man sehen, der Imperator geht nicht gnädig mit seinen Feinden. Oh, was haben wir hier denn? Die imperiale Garde. Befehl bestätigt. Ach, da kommen Botaner, wie süß. Was hat ihr hier denn? Machtverderben? Ah gut, das bringt wohl Bekehrung. Löscht den botanischen Abschaum und all ihre Gebäude aus. Okay. Ach, da kommen welche. Alle tot, wie schade. Bereit zur Unterstützung. Nun schlage ich zu. Ich gebe euch Deckung. Vielleicht werde ich das. Gut. Bin unterwegs. Bereit Kommt zur Unterstützung. Wir folgen euch. Ich werde euch erlauben, Zeuge meines Sieges zu sein. Oh, hier kommt eine ganz schöne Menge. Jetzt wäre Machtverderben natürlich außerordentlich gut, aber habe ich gerade leider nicht frei. Was ist? Oh, nur noch der Imperator da. WTF, die ist schon mega hart, der Machtblitz hat, wie viel er auf einmal killt. Ach, Bombardement, gut, dann lasse ich das da mal machen. Gut.
Gut, und dann kann der Imperator... Oh Gott. So. Ein paar neue Einheiten. Und das erste Gebäude ist zerstört. Gehen wir uns mal zum nächsten. Wir sind für AT-ATs fast fertig gebaut. Hier wurden AT-ATs gebaut. Interessant. Keiner wird überleben. Lauft, solange ihr noch könnt. Ich gebe euch Deckung. Das hat man ja auch in Star Wars Episode 6 gesehen, das Spionagenetz der Botaner. Also nicht gesehen, sondern gehört vielmehr, dass die Botaner die Informationen über den Todesstern geliefert hatten. Unbegrenzte Macht! Wir müssen unsere Pläne beschleunigen. Tötet sie sofort! Ach, wie nervig. Die kommen, wie viele kommen denn von denen hier noch? Oh, ich hab nur den Imperator, die Botaner sind tot. Obwohl, das sind aber auch eine gute Menge, komm. Ich fürchte niemanden. Auch eine gute Nachschubsmenge an Einheiten jetzt wieder bekommen. So, aber dann muss auch mal wieder hier die, wie heißt das Teil, die botanische Behausung dem Erdboden gleich gemacht werden. Okay, die bekommen auch schon kleine Plätze ab hier. Down. Kann auch nicht wirklich viel ausrichten. Ich werde euch erlauben, Zeuge meines Sieges zu sein. Was ist? Ich ignoriere das Feuer jetzt einfach mal von denen und greife halt. Ach, ich habe hier. Komm mal wieder Thai-Bomber-Verstärkung, schieß mal wieder ein bisschen auf die drauf. Sind sie alle schön tot? So soll's sein. Was ist denn da noch rot? Nee, doch nicht. So, gehen wir mal nach hier oben, nach das. Gute Reihenfolge. So werden wir lang passieren. Bringt regelmäßig Botaner hervor, bis er zerstört wird. Okay, auf das Gebäude kann ich keinen machen. Okay, das war dumm. Das ist nämlich kein Skillshot. Naja, egal. Kurz mal Machtblitz drauf und dann sind sie auch schon Geschichte. Ah, jetzt hätte ich viel sinnvoller das Machtverderben einsetzen können, schon wieder Missklick, wie eben auch mal mit dem Interdiktor-Kreuzer. Wo ich auch sehr dummerweise das Teil da beendet habe. Aber gut, dass die ja mit einem Schlag sterben. So, mal wieder kurz ein bisschen Machtblitze auf die, damit sie auch schon wieder geröstet werden. Und damit das, die Behausung auch weiter zerstört wird. Gut. Sind hier unten nochmal welche? Das Bombardement verschwende ich jetzt nicht für die paar hier. Gut.
Jetzt wieder ein paar neue Einheiten, die mir helfen. Aber wir müssen hier unten lang. Weil da Bäume im Weg sind und der Imperator anscheinend nicht hier über das Gras durch die Bäume durchgehen kann. Warum auch immer. Zeuge meines Sieges zu sein. Bestätigt. Ich will diesen Abschaum nicht. Ach komm, so. Alle werden auf einen Schlag tot sein und tot. So, jetzt weiter Angriff auf die botanische Behausung. Tötet sie sofort. Sie haben keine andere Wahl. Ist der Imperator schon ein sympathischer Kerl, wenn man so dessen Sprüchen hier zuhört? Sehr sympathischer Kerl, muss man schon sagen. So, jetzt sind es nur noch zwei Behausungen, die zerstört werden müssen. Ich werde sie in die Knie zwingen. Meine Herrschaft ist ihr Schicksal. Kommt mit mir. Greife an! Was soll man hier großartig erzählen? Wir schauen uns hier nur an, wie hier ein Botaner nach dem anderen abgeschlachtet wird. Gibt's ja nicht so viel zu erzählen. Wenn man ehrlich ist, oder? Komm, die bekehr ich hier nochmal. Oh, ist Zwischensequenz, was los? Ihr habt euch den Zorn des Imperiums zugezogen. Hintergeht uns nicht wieder. Oder ihr werdet noch bitterer dafür bezahlen. Der Gegner wurde besiegt. Ach so, ich musste gar nicht alle töten. Ich musste nur dafür sorgen. Lord Vader, wieder einmal brauche ich eure Fähigkeiten. Prinzessin Leia Organa von Alderaan soll von den Agenten der Rebellen Informationen über den Todesstern erhalten. Eine Flotte von Interdiktorkreuzern ist bereits auf dem Weg, um euch zu unterstützen. Was soll ich mit der Prinzessin machen? Ich glaube, dass ein gründliches Verhör angebracht ist. Danach wird die Rebellion ein für alle Mal zerschlagen. Ich mache mich sofort auf den Weg. Einsatzlogbuch aktualisiert. Bord eine Flop und gibt das Vader Geleitschuss nach Tatooine. Ah, ist das jetzt der Anfang von Star Wars Episode 4? Das könnte natürlich sein. Dass hier jetzt Star Wars Episode 4 beginnt. Wir haben eine neue Technologiestufe erreicht, was bedeutet, wir können jetzt anfangen, überall hier zu bauen. Aber das auch erst und imperiale Sternzerstörer. Hoho. Das wird nice. So, so, so. Aufbau beginnt. Gebäude wird errichtet. Zumindest da, wo es geht. Aufbau hat begonnen. Aufbau hat begonnen. Ist das ein imperialer... Oh, nice, ein imperialer Sternenzerstörer. Der erste seiner Art hier in meiner Flotte. Konstruktion so. Abgeschlossen. Jetzt wird überall abgegradet. Ah, hier noch. Wird errichtet. Konstruktion abgeschlossen. Ach, dann tu ihn da oben. Nämlich hier alles. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Gut, es scheint mir so, als wäre ich mit hatte ich alle Planeten abgegrast. Das war's dann jetzt auch für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Morgen ist dann Star Wars Episode 4 an der Reihe, also der Beginn von Star Wars Episode 4 mit dem Angriff auf, also mit dem Angriff auf Tatooine.
und auf Leia Organa, die dort mit einer koreanischen Korvette fliegen wird. Und wir werden dann mit einer schönen Flotte an imperialen Sternzerstörern Darth Vader uns diesem Orbit nähern. Aber das erst morgen. Ich hoffe, ihr seid auch mit von der Partie und yo. Ciao, ciao.